Hallo, herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich zeige euch heute das Rezept von meinem... Naja, aber ich habe ein bisschen Angst, weil es die Schüssel ja rausgemergelt. Sehe ich schon wieder. Erdbeer-Rhabarber-Streuselkuchen, die erste. Neustart. Alles nochmal von Anfang an. Ich muss sie nochmal reingeben. Die waren zu kurz drin. Ich zeige euch heute, was wir zum Abendessen essen heute. Blablablub. Ich fange nochmal von neuem an, weil das war... Hallo, herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich zeige euch heute das Rezept von einem Ruckzuck. So, und wenn sie dann alles gut miteinander verbunden hat, jetzt bricht mir die Stimme, ich muss nochmal. Das ist, wenn man zwischendurch eine Walnuss isst. Hallo, herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich zeige euch heute das... Ich glaube, es bist du und deine Anwesenheit. Wir warten, bis das Wasser kocht. Ich zeige euch heute ein Ruckzuck-Rezept für ein... Das geht nicht! Das habe ich auch noch nie gehabt, so oft, gell? Ich zeige euch heute ein wunderbares Rezept jetzt für den Herbst. Einen Gugelhupf, abgewandelt, nicht abgewandelt. Was habe ich jetzt? Deine Körperhaltung dabei. So, jetzt hör auf. Wie es weitergeht? Also ich packe das mal auf die Seite und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Kann ich nicht heben. Und während der Teig rastet... Nein. Was habe ich, wie habe ich aufgehört vorher? Wenn jetzt dann die ganze Flüssigkeit schön verdampft ist und man hört, dass es richtig so zum Rösten beginnt und man auch sieht, dass ich, ach Gott, nicht gut heute. So, bei mir hat sich jetzt alles gut... Kannst du diese Dinge nicht machen? So! Dann hör auf zum Blödeln. Hallo, herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich darf euch heute das coole Rezept. Ich hatte jetzt den Deckel für die... Nochmal. Das heißt, hier kommt jetzt schon mal die Milch hinein. Und auch gleich die Butter dazu. Bumm, flatsch. So. So, ich hatte das Lämpchen jetzt für eine halbe, Nochmal. Bis bald. Tschüss. Jetzt hätte es das Sinn, bis jetzt habe ich mir gerade gedacht, ich drücke mich da so dagegen, mir hängt da voll die Wampe über die Kochinsel.
Ihr habt euch ja ein paar andere Rezepte auch gewünscht von Gugelhupfsorten. Das ist nicht deutsch, gell? Gugelhupfsorten. Er ist urhart. Nein, schon zu lang drin, der ist schon urlang drin. Ja, ich weiß, das dürfte nicht sein. Die gehört richtig eingestellt, dann können die Standfüße putzen, die gehört mal gewartet. Ich hole mir jetzt auf die Arbeitsplatte raus. Tschüss, Decke. Geht schon? Geht schon? Geht schon? Geht schon? Geht schon? Stunden später. Das ist gewollt. Guti, also mein Tiramisu kann jetzt für Guti. Mandelblättchen, die sind dann auch. Nein, ich muss nochmal anfangen. Das ist. Test, 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 test. Man müsste hier die Kamera hinstellen, damit man mal sieht, was ich sehe. Wo ich die ganze Zeit normal bleiben muss. Oder wenn du hin und her jumpst. Leere im Kopf. Und hat so diese leichte Kakaonote und Kinder mögen den total gerne, schmeckt total, das hat mich jetzt voll ausgebracht. Jetzt habe ich so rüber geschaut, so. Einfach vom Garten geholt. Ja, wie sagt man denn da? Kanne? Nein. Ja, ist ja wurscht. Okay. Wenn ihr das Brot weglasst, dann ist es auch Low Carb. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr... Mich würde mal interessieren, wie es euch gefallen hat. Und ich finde es. Ich gehe einfach. Ich würde mich mal. Es geht nicht, es geht nicht. Ich würde mich mal interessieren. Es geht nicht, ich krieg's nicht raus aus mir. Ihr habt euch ja ein paar. Blablablub, das sage ich jetzt nicht, das sage ich am Anfang, ne? Glaubst du, es ist mir Skihangerl ein bisschen schokoladig? Was war das? Oh, um Gottes Willen! Verdammt! Jetzt lache nicht, hilf mir doch! Okay, die habe ich so gern gehabt, die Glasschüssel. Merke, nehme niemals eine nicht feuerfeste Glasschüssel.